Thank you.
und weil eben aus aktuellem Anlass bin ich erst vorgestern gebeten worden, das zu wiederholen. Und zwar das, was Sie jetzt auf dem Video gesehen haben. Das Winter ist wahrscheinlich in einer ein bisschen verkürzten Form, weil wir sind da fast eine halbe Stunde gestanden, durchgehend. Wir wollten eine Stunde stehen und das war dann nicht möglich, weil die Polizei hat uns damals große Probleme gemacht am Anfang, wegen der Farbe. Wir haben es dann auch ad hoc dort das Konzept ein bisschen verändern wollen, weil ursprünglich haben wir gedacht, wir gehen hin, ganz in Weiß. Jeder hat, kriegt den Kübel, wir übergießen uns und bleiben stehen und hinterlassen nachher quasi den Blutfleck mit dem Zettel, das wir in der Hand dann nur so gehalten haben. Und das war mein Plan und mein Plan war auch da auf eine Klage hin zu riskieren. Mir wurde auch auf politischer Seite versprochen, dass die Gerichtskosten bezahlt werden würden. Weil mein Plan war ja da wirklich Aufmerksamkeit zu erregen und eben diese Zetteln, die wir da vorher vorbereitet hatten, plus die Blutflecken einfach dort zu hinterlassen am Bahnhofsplatz. Das war mein Plan. Und dann kam die Staatspolizei und der Polizei selber, die Kinderpolizei, und beide haben dann auch nicht eingeredet und wollten es verhindern. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das ein bisschen anders. Und dann haben wir es auf den Planen uns einfach nur ein bisschen übergossen, also nicht richtig mit dem Kübel, so wie wir vorgehabt haben. Und dann habe ich zufällig eine Zahnbürste gehabt und habe nachher noch eine Zahnbürste-Bodenschub-Aktion auch gemacht. Da war den Polizisten so wahnsinnig peinlich, die sind dann alle verschwunden. Versteckt, ja. Also und aus aktuellem Anlass, ich denke, es ist so viel noch zu tun. Und wir wollen nicht aufhören, wir wollen, weil wir leisten, also ich bin davon überzeugt, dass wir, weil wir gehen auch in die Schulen, wir reden mit den Leuten auf der Straße. Das heißt, wir gehen wirklich niederschwellig an die Sache ran, wir machen eigentlich ganz harmlos einen Tanzworkshop, aber thematisieren das. Und wie wir das dann tun in dem Moment, merke ich, wie die Augen aufgehen oder wie Leute, also auch von Mädchen ganz betroffen werden, aber auch Burschen. Und wir haben Diskussionen während den Workshops und ich muss sagen, ich finde das wirklich wichtig. Und ich würde es gerne weitermachen und zur Campnotung und so würde ich euch gerne eine Spende bitten, weil wir haben eben null Förderung im Traumministerium bekommen. Nicht nur das, wir wurden diffamiert, wir sind komplett gestrichen, aber auch nur dazu, als Herumtänzer, herumtanzende Demonstrationen können wir nicht fördern. Also wir wollen ja Gewalt, Prävention und Gewaltschutz fördern, aber nicht sowas. Also, ja. So. Deswegen, und ich finde aber diese Arbeit wichtig und deshalb würde ich es gerne fortsetzen. Und nächste Woche, wenn wir das dann wiederholen, das wird am Vormittag sein, es soll eine medienwirksame Aktion sein. Ich hoffe, ihr könnt es auch vorbeischauen. Das ist, glaube ich, auch im Ballhausplatz und darum 11 Uhr. Das ist noch nicht ganz durch. Nächsten Donnerstag. Ja, also wir haben es jetzt einmal nur so ganz, die Lena Jäger vom Frauenfußbegehren hat mich angerufen, also ich meine, wir müssen da was tun. Wir wurden auch schriftlich von Steiermacher irgendwo angefragt, macht sie irgendwas? Das war ja auch der Grund, warum wir am 18.8. das gemacht haben, weil ich wurde angefragt von anderen Raumbildern und Weisen-Initiativen von Österreich, die haben entweder so Solidarität bekundet oder haben gesagt, macht's doch was. Ich meine, das könnt ihr nicht so auf euch sitzen lassen. Ja, und so ist es entstanden. Ja, also, Dankeschön.